das hier eben so dicht. Und dann können wir das gleich schön abreiben. Ich hoffe, das reicht von der Menge her. Wir hatten die Folie dies in diesem Bereich dann vorher angeklebt, die Dampffolie. Und die muss ich jetzt überputzen, das ist aber auch kein Problem, das kann man ja auch. Ansonsten klebt man die natürlich auf die gerade Putzfläche, logisch. So, wenn Gideon die gleich fertig gebohrt hat, dann kann ich nämlich da rundherum fertig verputzen. Das ist ja die Ecke, die war ja ein bisschen blöd, weil wir das ja noch zumauern mussten. Da laufen ja unsere ganzen Leitungen dran, lang. So, jetzt mache ich auf dieser Seite noch was zu. Und zwar hatten wir hier ja noch die Erdung für den Schornstein angebracht. Das hatten wir schon mal gezeigt. Und hier ist noch der Schlauch für das Kondensat. Das wird unter die Bodenplatte geleitet dann. Das muss ich jetzt noch zumachen. Dafür nehme ich schön feuchten Mörtel und schmeiße ihn mir da schön rein. Müssen wir es erstmal trocknen lassen, ein bisschen anziehen lassen, damit man dann das nicht eigentlich alles wieder rausfällt. Ich sehe jetzt, da oben bildet sich schon eine Fuge. Das heißt, ich warte da jetzt kurz ab. Damit das hier nachher beim Fliesenlegen nicht im Weg ist, schrubbe ich das mit der Schrubbschraube ab, mit dem Winkelschleifer. Hier guckt noch ein bisschen was raus. Ist jetzt minimal, mache ich eben schnell, sonst ärgert man sich nachher. Du, das machen alle Profi-Estrichleger so. Ja, das ist völlig normal. Ich habe gesehen, dass das so gehandhabt wird. Fail. Das ist auch stabiler, wenn du die Gitter aufpuppen lässt. Genau. Ein bisschen blöd. Nächstes Mal tackern wir die fest. Das ist eine gute Idee. So, jetzt mache ich das hier ein bisschen zu. Ich habe mir das ein bisschen zu nass wieder gemacht. Die Baubros machen gerne auch mal so Baustellen-Fails. Das kennt ihr ja schon. Nee, hier ist es zu dick. Ich muss es jetzt erstmal anziehen lassen. Ansonsten wird es nichts. Siehst du? Hast du es gesehen? Ja. Da. Das hat auch zu wenig. Ja, so lassen wir es erstmal. So lassen wir es. Ich tue jetzt mal hier so ein bisschen reindrücken. Das kann man ganz gut so machen. Macht aber auch nichts, wenn das da innen mit reinfällt. Da habe ich ja auch schon hier hinten, siehst du, habe ich mir noch was gespeichert sozusagen. Das holt man da raus und drückt das da wieder rein. Guck mal hier oben, ganz schön. Alles schon gemacht. Hier, da muss noch, okay. Hier habe ich auch abgeflext. Und ich habe hier oben schon ausgemessen, wo nachher in ungefähr die Strahler hinkommen, die Einbaustrahler. Da kommt hier eine Dreierreihe hin und da kommt die Dreierreihe hin. Da kommt dann eine normale Lampe hin, ähnlich wie in dem anderen Zimmer, die wir gemacht haben. Und wir machen das jetzt schon mal hier auf die Folie, damit wir da gleich die Kabel, die für die Strahler sind, schon mal hinlegen können. Und dann im Anschluss kommen ja die Rigipsplatten drauf. Dann bohren wir an die richtige Stelle und haben die Kabel gleich da liegen. Macht man das so? Da muss man nichts durchschieben und nichts. Das ist eine gute Sache. Ja, ich mache das so. Ach. Ich habe das hier schematisch dargestellt. Rolus hat mich schon gerügt, dass ich das hier in die Zeichnung schreibe, wie viel der Abstand ist. Nach DIN ist die Bemaßung außerhalb des Bauteils anzubringen. Toll. Was kostet die DIN-Lizenz pro Monat? 500 Euro. Hier bei Baubro-DIN hast du es kostenlos. Jeder, toll, der Baubros, also, guckt. Ein Abo lohnt sich, Leute. Keine teuren DIN-Lizenzen mehr. Spart jetzt 500 Euro. Jetzt abonnieren. Die Baubro-DIN-Norm. Theoretisch kann man Geld sparen, wenn man uns abonniert. Praktisch auch. Wir lernen ja auch immer von den YouTube-Kommentaren unter unseren Videos. Und deswegen habe ich jetzt auch andere Klemmen geholt. Nämlich Vago-Klemmen, hier diese Klappdinger. Die guten. Und nicht die Lüsterklemmen, weil es da ja angeblich gerade bei den flexiblen Kabeln mit den mehreren Adern zu Problemen führen kann. Ne? Insofern, da halte ich mich jetzt dran. Ich habe jetzt die besseren geholt. Auch da steht in der Bauroutine nachzulesen. Paragraph 16 Absatz 1-1. LMA. Lüsterklemmen können dann verwendet werden, wenn man sie im günstigen Angebot findet. Ansonsten bitte die anderen nehmen. Paragraph Ende. Doppelpunkt Strich. Wichtig und richtig. Und ab jetzt ist auch wieder der Abo-Button freigegeben. Also jetzt bitte nochmal
nochmal massenhaft drücken. Ihr könnt auch öfter klicken, aber dann bitte immer nur gerade Zahlen. Nein. Ungerade Zahlen. Richtig. Eine gerade Zahl wäre natürlich in dem Falle ein Fail. Bitte bestätigen dann auch, dass ihr abonniert seid. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr abonniert seid, schreibt bitte an die Google Support Team, ob das alles so seine Richtigkeit ist. Nicht zu Quatsch aufrufen. Irgendwann löschen die noch unseren Kanal, weil wir denen immer Scheiß erzählen. Ja, bin ich noch abonniert bei den Baubros? Es wäre mir persönlich wichtig, dass ich noch abonniert bin. Du glaubst doch nicht, dass wenn da einer in Kalifornien anruft, dass sie dann wissen, was, Baubros, was wollt ihr? Ist das lasst uns bitte. Oder, wobei die Callcenter-Leute sitzen ja eher in Neu-Delhi, ne? Die kennen uns. Ja, die kennen uns. Da mache ich mir keine Sorgen, die kennen uns auf jeden Fall. So, wir sehen hier den Elektroinstallateur der Baubros. Schönen guten Tag. Er sieht so aus, als wäre er Gideon, aber ist ein Elektriker mit Elektroschein. Deswegen darf er auch hier an den Kabeln arbeiten. Wieso ist da noch das Licht an? Du hast doch die Sicherung, solltest du ach, man darf nur nicht an das braune Kabel kommen, dann passiert was. Nein, das war nur ein Spaß, das ist doch Akkumulatorlicht. Akkumuliert? Richtig. Ah, ja, viele sagen, nein, Elektrik darf man nicht selber machen, das stimmt ja auch. Aber wir lassen es dann, bevor der voll in Betriebnahme nochmal prüfen. Vom richtigen Elektriker, das stimmt wirklich. Nicht, dass das stimmt jetzt wirklich. Das stimmt jetzt wirklich. Ja, was macht Gideon da überhaupt? Also ihr seht ja hier, sind zwei Schalterdosen verbaut. Die gehen hier nach oben. Eins geht in die Mitte. Und eins geht hier hin mit entsprechender, hier kommt mit entsprechender Verlängerung lang genug gelassen, damit man jetzt hier den Strahler dann später bohren kann. Und Gideon, ich wollte dich noch daran erinnern, schieb die immer etwas zur Seite, dann kannst du dein Loch bohren. Und dann bohrst du da nicht rein mit der Dose. Ja, guter Hinweis. Und auch, dass man nicht durch die, man soll auch nicht durch die Folie bohren, sonst machst du da einen Klebestreifen drüber, wenn du gebohrt hast, auch kein Problem. So, und dann geht er jetzt zum einen und dann macht er mit den Vago-Klemmen, das sind Dreier, haben wir besorgt. Natürlich, wir haben uns gebessert. Wir haben jetzt Vago-Klemmen und nicht mehr diese Lüster-Klemmen, ne? Ihr seht das hier. Wir haben das auch ernst genommen von denen. Ja, wir nehmen die, unsere Zuschauer nehmen wir immer ernst. Ihr seht auch sogar, die Farben sind richtig weiter verbunden. Auch das, Gideon, top, wirklich top. Danke. Top. Wir arbeiten farbenecht, schon seit 1871. Baubros established. Richtig. Ich mache immer die Dreizack-Methode. Neptune-Style auch genannt. Genau. So, jetzt mache ich den hier auf. Das sind hier diese sogenannten, ne, Klappdinger. Ja, wir haben die teureren genommen, weil die Strahler haben ja diese weichen Kabel. Die kriege ich ja in die anderen nicht reingesteckt, ne? Das nur als Hinweis. Warum nehmt ihr da die teuren Sachen? Flexible Leitung, genau. Das hier sind ja die Stahladern. Genau. So, jetzt geht der Baubro hier bei und macht die Elektrik. Man sieht da, wie er die sauber und ordentlich einbringt. Auch das ist wichtig für die zukünftige Versorgung mit Strom. Immer erst den grünen. Au. Nein. Ist in diesem Fall egal, ist ja noch nichts angeschlossen. So, wenn du die jetzt auf die Seite machst, dann würde ich die andere auch auf die Seite vor verlegen. Ja, oder so, dass du dann reingreifen kannst und dir die abholst und nicht reinbohrst in deine tollen, teuren Super-Vagos. Ja, ne? Vago es nicht, da reinzubohren. Ich sag es dir. Oh, oh, oh. Du bist ja wohl der Obervago hier. Jetzt, wo der Essen drin ist, komme ich auch wieder so an die Decke. Lol. Ja, das ist mal wirklich Qualität vom Brovi. Und wie gesagt, den braunen nicht anfassen, wenn jetzt Strom drauf wäre. Dann dürfte ich da jetzt nicht so rumfummeln. Darf ich bitte meinen Stuhl wieder haben? Ja, das ist übrigens der Original-Baubostuhl. Das ist übrigens der andere Original-Baubostuhl. Gideons ist kaputt, meiner nicht. Ja, ich muss mich hier mit den Resten begnügen. So, mach es lang genug, dass man noch ziehen kann später. Ah, das machst du schon top. Jetzt ist es ein bisschen verwirrend hier. Das ist hier die durchgestrichene Symbolik. Wir wollten die doch erst anders, aber jetzt dann doch. Dann doch nicht, ja, komm. Das ist das richtige Kabel. Ja, nicht das andere, ne? Sonst hast du ein Problem. Das wäre ein Fail. Dann kriegst du von mir auch noch mit der Kelle eins übergebraten. So, hier habe ich jetzt gerade nochmal den Rest verputzt. Und hier auch. Da muss ich gleich nochmal abreiben. Also da sind wir auch soweit gut. Oben ist top. Und sonst alles, wo noch Löcher waren, habe ich gleich mitgemacht. Das kann man so früh wie möglich machen, dass das dann morgen hart ist, wenn wir vielleicht spachteln wollen schon. Ne? Wir werden ja auch immer schneller mit jedem Zimmer, mit jedem Haus etc. pp. Mensch, ja. Du hast ja die Kniepacks. Ja, in der Tat. Die ist gut. Da kannst du die ja mal verlinken. Die ist auch nicht so teuer. Ist zwar eine Kniepacks 12, 62, 180. Das heißt, die hat die 18er Länge dann.
Auch das können wir empfehlen. Und da sind Sie als Elektro-Laie dennoch auf der Profi-Seite dann tätig. Das sollte man nett machen. Das sollte man jetzt wirklich nett machen. So, jetzt nehme ich hier wieder drei von diesen teuren Produkten. 3x3 sind 9, 3er, 3er. Richtig. Die tun wir mal in die Videobeschreibung. Die sind nämlich wirklich top. Top, top, top. Ich hoffe, top. Das erfüllt jetzt alle Sicherheitsansprüche der YouTube-Zuschauer. Also, was mit der Zunge da dran gehen? Ich habe eine Nacht nicht richtig gut geschlafen, weil ich dachte, fackelt mir die Bude unten ab, ne? Aber dann hast du auch nichts dann geändert. Dann habe ich gedacht, ach, was soll schon passieren? Und hast dich wieder hingelegt. Genau. Wieso machst du denn so? Wieso kommst du denn nicht von hier jetzt? Wie von hier? Achso, ja, warte mal. So. Ich muss jetzt hier den erstmal dran machen. Achso. Das ist jetzt der nächste Schritt. Du bröckelst dir da ja immer einen Schritt nach dem anderen. Achso. Ein Schritt vor dem anderen mache ich immer. Also ich mache hier immer einen Schritt vor dem anderen. Ja, also immer Piano. Nee, übrigens, diese Akkulampen sind dafür echt gut. Wir haben hier so einen kleinen Haken provisorisch in die Latte gemacht. Und dann kannst du mit zwei Akkulampen hier wirklich einen ganzen Vormittag problemlos arbeiten. Wir haben die 5,5 Ampere Akkus drin. Die sind gut. Bis zum Mittag halten die. Und die halten einen halben Tag auf voller Leistung. Du kannst die auch auf halbe Leistung stellen. Das ist wirklich eine tolle Lampe. Die kann man hinstellen, anhängen. Da ist ein Loch drin, Gewinde drin. Die kannst du überall. Jetzt hat Bosch neuerdings ja auch. Wir sind ja Bosch-Partner, ohne dass die Bosch-Firma das weiß. Die Zuschauer wissen es, aber... Und Bosch weiß vielleicht es. Ist ja ein Bosch-Vorstandsmitglied bei den Zuschauern mit dabei. Das weiß man natürlich nicht. Ja, ja, da gehe ich mal stark von aus. Also hallo, sonst wären wir doch nicht Bosch-Partner. Auf jeden Fall. Du, wenn der Bosch-Vorstand Homeoffice macht, da gucken die auch die ganze Zeit nur Baubros. Deswegen passiert da auch nichts mehr in der Firma. Der Makita hat schon dreimal so viele Geräte rausgebracht wie Firma Bosch. Du meinst, wir sind schuld? Marketingabteilung sitzt nur zu Hause Bosch-Pro gucken, Baubro gucken. Bosch-Pro, ja. Also, muss ich sagen, wirklich top Produkte und günstig auch, ne? Diese Strahler sind echt gut. Wasser, Spritzwasser geschützt etc. pp. Und mit 2000 Lumen völlig ausreichend für die Baustelle. Ihr seht, es ist top ausgeleuchtet. Ohne, dass wir schon Strahler in der Decke haben. Weil das hast du immer das Problem. Du baust ein Zimmer neu und natürlich hast du keinen Strom. Ja. Und wenn man nur einen Strahler hat, ist es auch mal, man steht man sich selbst mit dem Schatten im Weg. Mit zwei oder drei ist echt ideal. Ja, der jetzt schon verbunden. Er ist jetzt schon da angekommen. Da muss ich doch noch mal jetzt schauen, wie es weitergeht. Ach ja, du hast ja sogar noch welche. Richtig. Das sind ja die guten Vago-Klemmen, ne? Das sind in der Tat die guten. Das sind nicht die AliExpress, die billigen, wo nicht Vago draufsteht. Gibt's die da? Wahrscheinlich gibt es da nur Fago oder so. Das ist wirklich ein tolles Tool hier. Also Papa, danke nochmal. Wir haben keine eigene. Fail. Doch, wir Haus haben. Renovieren und keine Ab- Doch, die habe ich neu gekauft. Die liegen bei mir in der Schublade. Wir nehmen erst die alten von Papa, so lange wie es noch geht. Gibt solche, gibt's die solche? Das so machen. Mhm. Nee, habe ich nicht. Ich kaufe das Werkzeug, wenn das kaputt ist, gibt es Neues. Ich habe so das Gefühl, der Bosch-Vorstand sitzt dann freitags nachmittags, wo eigentlich noch gearbeitet wird, aber da machen die dann früher Feierabend. Gucken die sich dann in ihrem Tagungsraum erstmal die Baubro-Folgen der Woche an. Kann das sein? Ich kann es mir vorstellen. Die wissen ja auch, dass die Partner sind, aber eigentlich wissen sie es. Offiziell dürfen sie es halt nicht wissen. Da ist der Marketingabteilung unter die Hände gebunden. Ja, da brauchst du nicht mehr verlängern, weil der nächste ist ja der erste wieder. So bist du einmal im Kreis. Besser geht's nicht. Klassische Reinschaltung. Du könntest natürlich jetzt so noch eins verbinden, falls irgendwo mal ein Kabel defekt ist. Nein, nein, nein. Dann hast du eine Kreisschaltung. Das ist verboten. Du, wir haben Qualitäts-Ems-Kabel gekauft. Da ist kein Kabel defekt. Nein. Zu finden in jedem gut sortierten Atombaumarkt. Das hättest du Lust jetzt mit mir, die USB-Kabel daran zu wachsen. Ja, das kommt aber dann im nächsten. Ach so. In der nächsten Folge. Okay, dann sage ich jetzt an dieser Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr mit dabei wart. Denkt an das Abo, denkt an die Glocke, denkt an den Bosch-Vorstand und bis zum nächsten Mal. Ne? Bleibt dran bei uns. Toi, toi, toi. Oder was? Toi, 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 dass nochmal Videos kommen. Genau. Nein, die kommen auf jeden Fall, wenn ihr abonniert. Genau, wenn natürlich jetzt alle sagen, nee, wir deabonnieren, wir wollen nicht mehr. Ja, dann laden wir es trotzdem hoch, aber ist natürlich schade, wenn es keiner guckt. Ne? Ah, Piercing. Frau Wolfmann.
nicht schlecht. Ja, das war gut. Das hat Spaß gemacht. Ging auch schnell, habt ihr ja gesehen. Und Zeitraffer, ne? Das war kein Zeitraffer. Das war Originalgeschwindigkeit. Ja, ja. Mhm. Auch diese Stützen, die sind echt gut, würde ich sagen. Letztes Mal haben wir es nicht mit den Stützen gemacht, aber wir haben es so gemacht, habt ihr gesehen. Wir haben eine Platte dran mit den Dingern, dann konnte schon mal der eine schrauben und währenddessen habe ich die nächste Platte fertig gemacht, zugeschnitten und dann konnten wir direkt weitermachen. Ja, das war nochmal besser als letztes Mal. Ja, wir haben jetzt hier das so gemacht, dass wir keine Kreuzfugen haben, aber trotzdem haben wir natürlich eine Fuge, die quer lang geht. Aber hier haben wir auch die Doppellattung. Das finden einige wieder doof. Das finden einige doof, ja, aber so ging es jetzt sauber und ordentlich und schnell. Und das war ja noch so, wir hatten damals ja zwei Paletten Rigipsplatten geholt für den oberen Ausbau und den Raum nebenan, den großen. Ja. Und das war jetzt der Rest und das hat noch gereicht. Ja, ja, wir haben eine hat gefehlt und dann hatten wir noch zwei Reststücke, die haben dann gepasst. Ne? Haben wir ein Brett zwischen gemacht, dass das nicht wackeln kann hier. Ne? Ja. Ja, dann ist das perfekt. Boah, passiert nichts. Also ich muss schon sagen, ich bin froh, das ist jetzt schön. Hat auch super geklappt. Muss ich auch sagen. Zippo-toppo, ne? Mhm. Ich hatte gerade den Eindruck, dass es da ein paar Zentimeter höher ist, die Distanz, als hier. Aber ich habe nochmal nachgemessen, ist doch alles gleich. Alles perfekt. Also Boden und Decke ist gleich schief. Perfekt. Nee, wunderschön. Carolus, herzlichen Dank auch an dieser Stelle an den Bauherrn. Geld verändert Menschen, deshalb sind wir gleich geblieben. Ach nee, warte mal. Einen Zahlungseingang haben wir doch verzeichnet. Manuel S. Hieß der nicht so? Ach ja, lieber Manu, liebe Grüße, das gehen wir raus. Das cooler Macker. Toll. Werden wir gleich dann beim nächsten Video auch zeigen, wo das Geld reingegangen ist. Da geht das Licht aus. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bei den Baubros persönlich, privat. Privatkanal der Baubros. Die Top-Einblicke, ne? Klar, logisch. Kostenloses Abonnement. Also kommentiert bitte was Nettes. Daumen nach oben, Abonnement und PayPal-Überweisung. Und dann sind wir soweit zufrieden.